Zum Spiel muss ich sagen, wir kriegen einfach Tore viel zu einfach. Wenn ihr das sehen, wir kriegen gerne nach 2 Minuten in Rückstand, kriegen das 2-1 nach einer Standardsituation, wo wir eine klare Zuordnung haben, und kriegen das 3-1 dann nach dem direkt vor dem Eckball, dann muss ich eigentlich sagen, dass das viel zu leicht ist, dass wir 2 Standardtore gegen eine Mannschaft kriegen, die im Durchschnitt, keine Ahnung, nicht mal 1,80 m wahrscheinlich hat. Nichtsdestotrotz, wir waren auf dem Kunstrasen, haben von Beginn an aus meiner Sicht sehr gut Fußball gespielt, haben Druck gemacht und am Anfang war es ein offener Schlagabtausch. Das 1:1 fällt für uns eigentlich zum unglücklichen Zeitpunkt, weil wir unmittelbar davor das 2-1, das 2-0 hätten machen müssen. Und danach fand ich, dass beide Mannschaften wenig Risiko gegangen sind. Und umso überraschender, dass wir das Spiel durch 2 Standards für uns entscheiden. Zumal wir ja Respekt hatten von Stefan seiner Mannschaft und vor allem vor den Standardsituationen. Er hat selber gesagt, mit unserer Pygmäentruppe können wir in der Luft eigentlich nicht mithalten. Aber trotzdem haben wir praktisch die Standardtore gemacht und Ulm nicht. Und deshalb für uns, finde ich, ein verdienter Sieg, weil wir immer versucht haben, sauber Fußball zu spielen auf dem Platz. Vielleicht ein glücklicher Sieg, aber ich kann mich auch ans Hinspiel erinnern. Da war es, glaube ich, so, dass ihr einen glücklichen Sieg eingefahren habt. Und von dem her kann ich jetzt ganz gut damit leben. Zumal es immer besser ist, wenn jede Mannschaft ihr Heimspiel gewinnt, dann werden 6 Punkte vergeben. Hätten wir 2-mal unentschieden gespielt, wären es deren nur 4 gewesen. Ich